nach dem Tabubruch in Thüringen und den Nazimorden in Hanau haben wir eine andere Republik. Wir haben eine Rechtsentwicklung und wir haben eine deutliche Veränderung des rechten Terrorismus. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen, was mich sehr beunruhigt. Wir hatten in Berlin im Oktober letzten Jahres einen Nazi-Aufmarsch, wo eben diese Personen der Gruppe Werner S., die vor kurzem festgenommen wurden, die beteiligten sich an dieser Demonstration. Auf dieser Demonstration waren aber auch rechtsextreme Gruppen aus Nordrhein-Westfalen und aus Köln und Düsseldorf, die sogenannten Begleitschutzgruppen. Die haben gemeinsam demonstriert. Und es gibt Verbindungen zwischen der Gruppe Werner S. und dem Kölner und dem Düsseldorfer Begleitschutz. Und deswegen fordere ich den Innenminister auf, diese rechtsextremen Gruppen in Nordrhein-Westfalen, ich komme insgesamt auf circa 12 Gruppen, diese insgesamt zu durchsuchen und zu zerschlagen. Das ist meine Forderung an den Innenminister, weil wir uns Sorgen machen müssen, dass sich diese rechten Gruppen weiter rechtsextrem organisieren und auch ins offene Terrormilieu übergehen. Und das muss man schnell verhindern. Dankeschön.